Ich habe die Tür extra für dich aufgemacht. Ach so, okay. Boah. Entschuldigung. Weg damit. So, weißt du, hast vergessen, die Tür zuzumachen. Die war schon vorher auf. Könnte sonst wer hier reinkommen. Wer kommt denn hier schon rein, ey? Wir sind hier im unsozialen Land, ey. Was ist das? Also, eine Pflanze. Das ist ein Raptor. Das hat einen Schwanz. Ich würde sagen, das ist ein Raptor. Das ist ein Raptor. Okay. Er hat die Flucht ergriffen. Mir ist kalt. Da ist irgendwas Großes. Lass mal da rum schwimmen. Aber wieso bin ich so erschöpft hier? Der spuckt Gift gar nicht, pass auf. Ich dachte, der wird mich ignorieren. Da kommt noch einer, Daniel, da kommt noch einer. Okay. Ja, ihr müsst mich an. Mein Gott. Okay. Ging doch noch. Ich nehme an, das müssen wir noch lernen, aber wenn die bewusstlos sind, hat man die Chance, die zu zähmen oder so. Ah, okay. Also jetzt muss man die bewusstlos machen, dann kann man versuchen, die zu zähmen, aber das können wir wahrscheinlich noch nicht. Das ist wahrscheinlich eine Fähigkeit, die wir lernen müssen oder so. Gott, was sind Mini-Viecher? Komm, Daniel, komm. Hallo? Eine Faust aus Stahl. Kommt von der Straße, Olum. Sieht HP mäßig bei dir aus? Ja, HP schon, aber mir gehe ich verhungere. Ja, dann ist was. Ich habe aber nur Bären. Habt ihr doch gerade Fleisch gegeben, ey. Wann denn? Bevor wir gegangen sind. Irgendwie nicht, ich habe kein Fleisch bekommen, ich habe rohes Fleisch. Ich habe da gekochtes Fleisch da hingelegt. Ja? Ja. Ist auch Fleisch? Nee. Fleisch habe ich jetzt nicht. Drop. Wusste ich nicht. Boah. Ich stelle mir jetzt eine Steinschleuder her. So. Ich habe keine Munition dafür. Was brauche ich denn dafür? Steine? Ja, okay. Oh Gott, ich glaube, ich ertrinke hier jetzt. Du bist doch über Wasser. Irgendwie nicht. Bei mir bin ich unter Wasser. Ich bin tot. Was? Wie so ein Stein untergetaucht. Boah. Ey, ich bin erschöpft. Ich bin die ganze Zeit erschöpft gewesen. Deshalb konnte ich wahrscheinlich nicht an die Oberfläche oder so. Ah, okay. Warte, kann ich dich irgendwo... Na toll. Ich kann deinen Körper ziehen. Warte, ich hole dich aus dem Wasser. Ganz toll, ey. Warum bin ich die ganze Zeit erschöpft, ey? You're tired. Stop moving for a moment to regain some stamina. Stand da jetzt. Ja, bei. Ich weiß das, aber wieso bist du, ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit erschöpft bin, ey. Muss man sich merken, wenn man erschöpft ist, sollte man nicht schwimmen gehen. Nee. Ja, ich hab versucht, an die Oberfläche zu schwimmen, aber ich konnte nicht. Ich werde der Anführer des Stammes. Szene. Ja, du, Cyborg, Jesus. Nein, meine Fuck, ist die Wasser ausgegangen. Danke, dass du das getestet hast. Ich war echt gespannt, was da ist. Also wahrscheinlich voll so ein fettes Viech irgendwie. Ist das nicht unsere Leiche oder so? Ja, die Grünen sind unsere Leichen, oder? Ich meine, dieses gigantische Ding, ja. Und irgendwie aus, die weiß nicht. Das könnte halt irgendwie aus Destiny oder Halo sein. Ja, das ist ein. Ich weiß nicht. Wie gesagt, es gibt auch Bosse hier in dem Spiel. Ja. Du hast jetzt gleich so ein T-Rex mit Raketenwerfer auf dem Rücken. Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber.
Vielleicht begegnen wir hier einen anderen Stamm und dann fressen die uns. Ja. Boah, voll rote Augen, das sehe ich jetzt erst. Okay. Krieg ich einen Sonnenstich. Ich freue mich, wenn wir den ersten T-Rex sehen. Ja. Der macht uns fertig. Ja. Ja, irgendwie schon, ne? So wie alles andere auch. Warte mal, was ist das denn? Ist das eine Öle? Geh da bloß weg, Eddy. Na, Daniel hat gekackt. Nein. Wo ist er? Ich bin hier. Wo ist hier? Ich sehe dich nicht. Ich bin hinter dir. Was? Ich guck dich gerade an. Ich stehe jetzt genau vor dir. Okay. Ja. Komm noch mal hier hin. Ich folge dir gerade. Ich stehe jetzt genau vor dir. Ich könnte dich küssen. Okay, jetzt sehe ich dich gerade. Warst du irgendwie nicht da? Ich bin die ganze Zeit hier, du. Ich schreie schon, wenn ich dich nicht mehr sehe. Oder ich hack dir einfach soll ich dir einen Stein im Nacken nagen, damit du merkst, dass ich da bin, ey? Oh, guck mal. Aber hier alles. Explorer Note. Oh. Cutscene. I never thought this island was normal exactly. I mean, there are giant... Daniel! Ja? In diesem Ding sind Sachen zum Bauen hier. Eine Strohtür. Eine Struktur. Ich habe irgendwie so ein Buch habe ich irgendwie bekommen. In diesem weißen Generator-Ding hier sind Gebäudesachen. Aber so. Nichts, das wir noch nicht haben. So, ich habe hier die Kiste. Ja, okay. So, ja, mitnehmen, ne? Die ganzen Sachen hier. Das habe ich kaputt gemacht. Ach du blöde Kuh. Verdammt, wie kommen wir da hin? Frage ist ja, ob wir da überhaupt hin sollen, schon. Ja, Ruhm und Ehre. Was für eine Ruhm und was für eine Ehre, wir sind hier die Einzigsten. Na, da links ist irgendwie was. Ja, könnte man sich doch Level nicht up. Oh, guck mal. Level up. Was ist hier denn? Wieder so eine Kiste. Oh, ein Säbelzahntiger. Cool. Gibt's jetzt auch. Und schon wieder ein Level Up dadurch bekommen. Was levelst du eigentlich hier die meiste Zeit? Ich verstehe noch nicht ganz, wie der dir mit dem Leveln funktioniert. Du sagst immer Stärke, wo kannst du denn jeweils in Stärke investieren? Ich tue immer nur die Engramme damit holen. Wenn du im Inventarbildschirm und so bist, hast du irgendwie hier so Heilungs-, Ausdauer, Oxygen. Ja, aber wenn ich auf irgendeins der Kreuze gehe, dann öffnet sich mein Engramm-Dingens. Okay. Aber wenn alle verbraucht hast, ne? Ich habe jetzt voll viele Punkte bekommen irgendwie. Ja, ich habe jetzt irgendwie 46 für Engramme und so. Viele Erfahrungspunkte geben die Dinger denn? Ich habe jetzt 88 Punkte für ein Gramm. Was zum Teufel? Ja, irgendwie, wenn ich hier was auflevel, ja, ich habe jetzt da 60 Punkte bei ein Gramm. Irgendwie, wenn ich da was auflevel bei meinen Werten, erhöht sich irgendwie die Punktzahl oder so. Ich investiere mein. Welches Level 17 ist ein Level aufgestiegen? Ja. Ich habe jetzt mal in Resistenz investiert. Bin schon wieder aufgestiegen. Sehr gut. Daniel, da kommt was auf dich zu. Da sind Kleine hinter dir. Pass auf. Oh. Was ist das? Ich habe mehr AP. Was wollt ihr? Wieso kann ich mit dem Ding nicht schießen?
keine Steine oder was wahrscheinlich. Ich habe eins von 54. Ich habe da eine Menge Steine. Ich hab gekackt. Nee, das war ich. Ich bin ja da drauf gestiegen. Wie schnell steigen wir denn jetzt hier auf, ey? Ja, ich weiß nicht. Die ganzen Dinger geben uns irgendwie so Erfahrungspunkte oder so. Oh. Irgendwie höre ich aus deinem Headset irgendwie Musik. Ja. Aber bei mir ist irgendwie nichts. Mein Charakter ist voll unbeeindruckt. Wenn irgendwas Großes ist, wir hauen sofort ab, ne? Ja. Jeder für sich. Ja. Ich habe den Speer ins Bein. Ich muss nicht schneller laufen als der, ich muss nur schneller laufen als du. Hallo. Wenn jetzt hier irgendwie so ein Schild kommt oder so, der uns einfängt, ne? Oder irgendwie so was gestört ist. Das ist eine riesige Libelle. Okay. Generate Dragon Portal. Okay. Kann die Dinger irgendwie nicht einsammeln. Upload Survivor, was? Nein. Du die Dinger einsammeln? Nee. Aber ich auch nicht. Damit müssen wir irgendwie. Wir müssen die Sachen haben und dann hier hinkommen und das machen irgendwie. Okay. Super. Also war dieser ganze Trip eine totale Zeitverschwendung. Was für eine Überraschung. Lass uns mal die Bellen killen. Da ist zwei Steine darauf geflogen, ey. Oh mein Gott. Aber wir gehen denn hier nur auf mich los, ey? Ich hab doch hier auch einen, was willst du eigentlich? Oh Gott, die bringen mich voll um, ey. Ich hab einen. Dann hab den auch. Er bringt mich irgendwie um. Oder auch nicht. Ich muss essen. Ah, Chitin und Fleisch. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir nochmal zurück? Weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Was denn? Wo ist eigentlich zurück? Ja, das ist, weiß ich, keine Ahnung. Wo ist denn nochmal unser Lager jetzt? Oh ne, lieber nicht rennen. Irgendwie bringt die Karte gar nichts. Das habe ich auch schon gemerkt, mein Lieber. Daniel läuft auf nackten Füßen rum. Oh. Oh Gott. Und jetzt stürzt er. Stürzt er ein. Jetzt bist du leichte Beute für meine Steinschleuder des Todes. Ich habe gegessen und habe einen Moment weggeguckt. Dann sehe ich, ob ich da so runterrutsch. Wie damals, wie bei Elder Scrolls. Ja. Als du auf die Karte geguckt hast und dann in den Abgrund gerannt bist. Das war geil. Ja. Hier ist kalt, ey. Gerade weil mir noch warm. Da kommt was auf uns zugeschwommen. Oh Gott. Gut, Daniel, lenk die ab. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin tot. Daniel! Oh. Das ist jetzt scheiße. Ah, fuck! Nein! Er hat sowieso nichts Wichtiges dabei, also. Ich tu mal Respawn, Random Location machen.
Ja. Weiß nicht, was mit dir dann jetzt passiert, ne? Also. Da bist du jetzt eigentlich, dass du irgendwie zu mir in Sicherheit kommst. Ja, ich glaube, ich spawn gerade irgendwo. Weil das ruckelt übelst, ey. Hey Daniel, bist du ja da wieder. Ja. Und da ist unser Haus. Cool. Ja, ich habe meine ganzen Klamotten verloren. So, meine Anziehklamotten muss ich dann noch mal neu erstellen. Egal. Ja, leider, ich konnte deine Leiche da auch nicht rausretten. Die hätten mich auch gefressen. Wie? Ist er auch gestorben? Nö. Ah, nee, okay. Von Weitem ich sahst, nicht. Von Weitem sahst du nackt aus, deswegen dachtest du, hast auch irgendwie alles verloren, oder? Nee, ich bin nicht gestorben. Ich war so clever und hab dich als Köder benutzt und bin an Land geschwommen. Ich habe nur gesehen, wie da zwei Piranhas auf dich zukamen und dann habe ich schnell einen Bogen an euch gemacht. Nur irgendwie weiß ich nicht, die Piranhas sind mir gefolgt und der eine ist aus irgendwelchen Gründen gestorben. Ich habe die nicht angegriffen, ich glaube, weil der zu nah an Land war oder so. Keine Ahnung. Aber wir haben gelevelt auf dem Weg dahin, das ist auch was. Ja, ich habe jetzt eine Bola. Was für ein Ding? Eine Bola. Ach, so diese Dinge da, eher diese Dreier-Dinger. Diese drei Steine oder was? Was zum? Was passiert? Ich hab dich gebolert. Ah. Warte mal, Daniel, bleib mal stehen. Ich find sowas cool, weißt du, den Gegner damit zu fesseln. So was stehst du, ne? Ja. Also, ja. 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 Ah! Ah! Ey! Oh. Geil. Das ist nicht geil, das hat wehgetan. Na, liegt er. Oh ja. Was machst du mit mir? Ah. Ich glaube, so gut kennen wir uns noch nicht. Was machst du mit mir? Nicht ins Feuer. Oh Mann. Also mit einem Schlag weggehauen. Finde ich gut, den Knüppel. Boah. Na, jetzt komm näher ran und hol den ab, ne? Oh Gott. Ah! Was ist denn? Ich hab den Pott angemacht, während ich da dran stand. Er hat mir wehgetan. Ich glaube, wir sollten uns mal dran machen, irgendwie Dinos zu züchten. Ja, es. Was lachst du denn so? Ja, genau. Wie macht man das? Ja, das weiß ich nicht. Deswegen sage ich ja, wir sollten uns mal versuchen da. Ich glaube nicht, dass man für allen Sattel braucht. Einen Dodo kann man zum Beispiel nicht reiten. Die kann man auch irgendwie zähmen, dann hat man so eine Dodo-Familie. Aber habe ich auch schon gesehen. Haben wir seinen ganzen Stand hier schon ausgemerzt oder was? Das überrascht mich jetzt nicht wirklich. So sind die Dinosaurier ausgestorben. Ja, das waren wir. Wir haben jeden einzelnen per Hand selber erwürgt. Komm her, los. Ah, Daniel! Ja, wir sind gezogen. Du bist zu weit weg! Ich trainiere mit meinem Speer, Daniel. Versuch dir zwischen die Beine zu werfen. Ne, ich ging uns aus. No, es regnet auch noch. Der Dinosaurier, der kommt jedes Mal näher, habe ich so das Gefühl.
Also, was machst? Hast du was auf den geworfen? Ja. Du Idiot. Er rastet aus. Ah, Gott. Kein Kalkverbund. Der verfolgt mich, oder? Nee. Wir gehen hier nicht fort. Was ist denn das riesige blaue Licht da hinten? Lass dich jetzt nicht immer von den scheiß Lichtern da ablenken, da. Aber es glitzert so schön. Ach, ich bin schon wieder voll. Wieso bist du eigentlich immer voll, Daniel? Weiß ich nicht. Oh, jetzt kann ich mich noch nicht mal bewegen, ey. Ich muss die Bären essen, um Platz zu schaffen. Oh nein, ich glaube, das sind die Schlafbären. Kann mich immer noch nicht bewegen. Kann ich wenigstens meine Fackel aufheben? Es ist ja dunkel. Und da bin ich weg. Gute Nacht. Daniel! Ich bin einfach mitten im Wald. Ich sehe deinen Namen. Ich habe einen komplett schwarzen Bildschirm. Ich sehe gar nichts mehr. So, was formelndes Zeug. Da hinten sehe ich das blaue Licht noch. Oh Mann. Soll ich darauf zulaufen? Ja, mach das. Na, ich bin wieder wach. Der Brontosaurus kommt auch immer näher. Ich weiß. Ah. Ich glaube, der ist immer noch angepisst, weil du den mit dem Stein angegriffen hast. Oh, die Klappe. So, jetzt kann ich mich bewegen, Gott sei Dank. Was, gib mir die Fackel, ich hab Angst im Dunkeln. No, don't hug me, I'm scared. Oh. Na, Daniel. Ja. Kennst du das? Ja. Oh Gott! Ah. Der ist direkt. Was ist denn? Was ist denn? Der ist direkt über mir jetzt gerade. Gott. Ich hab mit seinem Fuß voll getroffen, aber hat irgendwie nichts gemacht. Weil der dich auch nicht angegriffen hat. Ich höre den Daniel nur voll am Leiden. Oh Gott! Der ist einfach umgefallen bei mir. Okay. Ich tue dich mal ins Haus reinzerren. Da, warte. Ich platziere dich mal in deinem Bett. So. Verdammt, das Licht geht immer aus. Sehe dich nicht. So. Warte. So. Und ein bisschen. Ich treffe dich nicht. Was machst du mit meinem Körper, verdammt? Ja. Okay, das ist zwar falsch rum, aber egal. Ja. Schlaf gut, mein schöner Elf. Alles klar. Mir ist voll mit deinem Bett verschmolzen, ey. Ja, ich... Das mache ich öfters.